So. Oh yeah. Echt jetzt? Der zweite ging vorbei. Oh, das ist jetzt was für unsere Scharfschützin, ne? Sie sieht ihn auch. Trifft sogar. Das heißt, er kommt jetzt näher hochgerannt. Und es kann einen Kill geben. Sehr schön. Am besten wäre es eigentlich, alles hier in die Mitte zu locken. Die Wiki regelt das dann schon alles. Schon sehr geil. Ey, besser werden die alle so gekillt, als von Chrysaliden in irgendwelche Zombies verwandelt, aus denen dann nochmal Chrysaliden rauskommen. Alles ganz cool. Autsch. Ach, scheiße. Nice. Bleibst mal hier. Du kannst gerade auch nichts wirklich machen. Du bleibst auch erstmal hier. Im Feldposten. Okay. No fucking idea what's going. Oh Gott. Kill! Jawohl. So. Du könntest eigentlich mal hier bleiben und nachladen. Und du mal ein bisschen vorrücken. Genauso wie du. Feldposten bleiben, genauso wie du. Bisschen nämlich gerade die Deckung. Mach mal auf. Scheiße! Komm, ein Kill. Der erste, einer muss weg. Yes! Yes! Fucking awesome! Der sieht jetzt auch keinen Feldposten. Chrysaliden sind der größte Rotz überhaupt. Du bist ein Feldposten, schieß! Oh nein. Ey, das ist besser als den wegzumachen. Das war voll die kluge Entscheidung. Sie macht jetzt ihn hier weg. Ey, das war voll gut. Voll die perfekte Teamabsprache, würde man meinen. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Und erstmal nachladen. Ja. Nichts überstürzen jetzt. Das ist das wohl Wichtigste. Vor allem nicht, wenn Chrysaliden mit im Spiel sind. Da wollen wir dann echt keinen Stress. Feldposten. Und du lädst jetzt mal nach. Genauso wie
Du bleibst im Feldposten. Sicher, sicher. Ein paar Schuss hast du ja noch. Mach ihn weg. Yes. Yes. Da kommt schon mal der erste Zombie angerückt. Noch ein Stück. Jawohl. Nächstes Mal treffen. Aber jetzt ist der Weg frei für unsere Scharfschützin. Die können ihn jetzt einfach mal locker wegballern. Bei 100%. Alter, das ist so geil. Oh Gott, da wird die... Da ist die KD wieder ordentlich hochgeschossen bei ihr. Meine Fresse. Meine Fresse. Dieses Mädel ist unverzichtbar für mein Team. Unverzichtbar. Null. Nada. Niente. Sehr, sehr, sehr geil. Aus, als hätten sie da unten alles im Griff. Keine Verletzten. Sie tragen nicht einmal einen Kratzer davon. Keine Verletzten. Boah, ist das geil. 5 und 7. Das ist so unfassbar. Ah. Die Panik hat sich in ganz Afrika gelegt, hat sich um 1 abgeschwächt. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Sehr geil. Boah, das ist doch mal... Sehr geil. Offene Aufträge. Pulsbogen. Einen Pulsbogen brauchen die. Ne, die brauchen 3. Lohnt sich das denn überhaupt für mich? Eigentlich schon, ne? Ne, nicht wirklich. Habe ich nämlich nicht. Ja gut. Geil, der Plasmawerfer. Wir können jetzt nicht nur unsere eigenen schweren Plasmawerfer bauen, sondern auch jeden anpassen, den unsere Soldaten erbeuten. Schwere Plasmawerfer zur Erstellung verfügbar. Projekt Schiff Plasma in der Gießerei verfügbar. Bei dem Versuch, die Leistung unserer bestehenden Plasmagewehre zu erhöhen, haben wir versucht, eine Testumgebung zu erschaffen, die das Sicherheitsrisiko minimiert, zugleich aber nicht unsere Fantasien einschränkt, wenn es um neue Entwicklungen geht. Diese logistischen Dinge hat die Technikabteilung sehr effektiv erledigt, sodass wir mit dem Prototypenbau weitermachen konnten. Obwohl wir viel Zeit damit verbracht haben, das schwere Plasmagewehr der Aliens zu untersuchen, gab es immer noch viele Fragen zu seiner verbesserten Funktionsweise. Einen akzeptablen Energieverbrauch bei verbesserter Leistung hinzubekommen, war keine leichte Aufgabe. Die erste Einschränkung bei der Leistungssteigerung war das höhere Gewicht durch eine größere Energiezelle. Das mag den rustikalen Alien-Soldaten nichts ausmachen, doch unsere Soldaten können nur eine bestimmte Menge an Ausrüstung tragen. Doch dann haben wir einen Mittelweg gefunden, indem wir die Energieverwaltung dahingehend änderten, dass sie die überschüssige Abwärme beim Feuern reduziert. Ich sollte allerdings noch erwähnen, dass Hitzestaus auch weiterhin ein Problem sind. Das sollte auch unseren Soldaten klar sein, bevor sie die Waffe mehrmals schnell hintereinander abfeuern. Nach erfolgreichen Versuchen mit unseren eigenen Prototypen sowie mit einer modifizierten Alien-Waffe sind wir zuversichtlich, dass wir nicht nur die Waffe umbauen können, die wir erbeuten, sondern auch in der Lage sind, eigene herzustellen. Das schwere Plasmagewehr benutzt eine Miniaturkraft mit zusätzlicher Kühlung für eine entschiedene höhere Feuergeschwindigkeit als alles, was wir jemals eingesetzt haben. Schiffplasma. Erzengelrüstung, Geisterrüstung, Plasmapistole, EMP-Kanon. Machen wir erstmal die Erzengelrüstung. So. Neue Soldaten treffen in XCOM ein. Neues Forschungsprojekt. Erzengelrüstung zur Herstellung verfügbar. Verbesserter Flug in der Gießerei verfügbar. Wie sich herausgestellt hat, war unser früherer Optimismus bezüglich dieses Anzugs völlig berechtigt. Wir haben es geschafft, ein außerirdisches Antriebsmodul so weit zu miniaturisieren, dass es an einen schweren Schutzanzug passt. Auch wenn das Gewicht höher ist als bei den Schwebern, von denen die Antriebe ursprünglich stammen, glauben wir, dass unsere Modifikationen die Effizienz des Systems sogar verbessert haben. Das Resultat ist, dass der Anzug es seinem Gegner ermöglicht zu fliegen.
Die Erzengel-Rüstung ist eine Kombination unserer schweren Rüstung und einer Miniaturflugkomponente, die ihr begrenzte Flugfähigkeit verleiht. Verbesserter Flug. Wir haben das für die Miniaturflugkomponenten der Erzengel-Rüstung und des Hover, also Hover-Schiffs, so verbessern können, dass sich ihre Flugdauer erhöht. So, dann haben wir noch die Plasmapistole und die EMP-Kanone. Machen wir die Plasmapistole. Weil ein Tag ohne Forschung ist ein verlorener Tag. Der Ratsbericht. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Sehr nice. Okay, das eine UFO, das entkommen ist, war halt das Riesending. Das hätten wir niemals platt machen können. Und das hat sich aber mittlerweile ja auch schon geändert. Wir haben 8 Wissenschaftler bekommen und 5 Ingenieure und 955 wir bleiben Dollar. In Kontakt, Commander. Nee, noch nicht. Wir haben erstmal hier den Betrag gekriegt. So war das. Okay. Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Würde jetzt ja gerne sehen, wie viel kann ich das hier? Ja. Ich kann jetzt aber auch nicht sehen. Schwer. Gesundheitsbonus 8. Gesundheitsbonus 10. Ja. Pff. Ne? Forschung. Ne, Technikabteilung. Einrichtungen bauen. Da kommt das Kraftwerk hin. Aber wir haben nicht so viel Energie. Wir müssen dringend das Kraftwerk bauen. Das hat höchste Priorität. So, wir haben ja neue Soldaten gekriegt. Rap. Naja. Nichts wirklich Nennenswertes. Holen wir mal noch 2 neue. Können wir hier wenigstens noch... Nee. Wir sind out of stuff sozusagen. So, Technikabteilung. Einrichtungen bauen. Wir brauchen unbedingt ein Kraftwerk. Ein anderes können wir nicht bauen, ne? Da fehlen uns die Legierungen und alles. Ja gut, da... 6 plus 2, es ist nicht wirklich viel Strom, was wir da neu dazu kriegen, aber es ist ein Anfang. So, Hangar. Wie schaut's aus? Demon 1 haben wir in Afrika stehen. Nordamerika haben wir noch ein... Okay. Ja, passt eigentlich. Was ich noch gucken könnte, wäre eventuell... Verbesserte Pistole brauchen wir eigentlich nicht, sobald wir ja die Plasmapistole haben. Satelliten, Phoenix-Kanone. UFO-Verfolgungsschub. Satelliten-Zielhilfe. Wir haben 0 Legierungen. Können wir überhaupt noch im Lagezentrum? Satellitenkontrollzentrum. Nee. Maximale Kapazität erreicht. Ja. Weitere Zentren erforderlich. Schauplätze anzeigen. Auf dem Hologlob ist markiert, wo derzeit Entführungen im Gang sind. Okay, Mexiko. Das heißt, in Indien wird eine Panik ausbrechen. Da wird es kurz davor sein. Wir werden aber nach Mexiko gehen. Da ist nämlich die Panik am höchsten.
wie es unschwer zu erkennen ist. Wir können leider keinen schweren Plasmawerfer bauen. Das nervt mich gerade ein bisschen. Wow! Machen wir erstmal. Wow! Das sagt jetzt ein bisschen.